Tulpenmanie. Bei der Tulpenmanie (in Klammern: auch Tulpomanie, Tulpenwahn, Tulpenfieber oder Tulpenhysterie, niederländisch Tulpenwoede, Tulpengekte oder Beulengekte) handelt es sich um eine Periode im Goldenen Zeitalter der Niederlande, in der Tulpenzwiebeln zum Spekulationsobjekt wurden. Tulpen waren seit ihrer Einführung in die Niederlande in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein Liebhaberobjekt. Sie wurden in den Gärten der sozial gehobenen Schichten des gebildeten Bürgertums, der Gelehrten und der Aristokratie kultiviert. Zu den auf Tauschhandel gegründeten Beziehungen dieser Liebhaber kam zum Ende des 16. Jahrhunderts der kommerzielle Handel mit Tulpen hinzu. In den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts steigerten sich die Preise für Tulpenzwiebeln auf ein vergleichsweise extrem hohes Niveau, bevor der Markt zu Beginn des Februars 1637 abrupt einbrach. Die Tulpenmanie wird als die erste relativ gut dokumentierte Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte angesehen. Sie wird auch metaphorisch zur Charakterisierung anderer anscheinend irrationaler und riskanter Finanzentwicklungen gebraucht. Die Deutungen über den Anlass, den Verlauf und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Tulpenmanie gehen auseinander. Für die traditionelle Lesart der Ereignisse und Auswirkungen, die sich schon in der zeitgenössischen Kritik findet und von späteren Interpretationen aufgegriffen wurde, waren in den Handel mit Tulpen in den 1630er Jahren große Teile der niederländischen Bevölkerung bis in die untersten Gesellschaftsschichten involviert. Der rasche Preisverfall habe demgemäß den Ruin vieler Beteiligter bedeutet und der niederländischen Wirtschaft insgesamt einen schweren Schaden zugefügt. Neuere Lesarten bemühen sich hingegen, den Preisanstieg und Preisverfall vom Tulpen im Lichte der Effizienzmarkthypothese nicht als irrationale und singuläre Manie darzustellen, kehren institutionelle Ursachen für die Blase hervor und relativieren die gesamtwirtschaftliche Relevanz. Abschnitt Bedingungen. Unterabschnitt Tulpenliebhaberei in den Niederlanden. Das Zentrum der Artenvielfalt der Pflanzengattung Tulpen in Klammern Tulipa liegt im südöstlichen Mittelmeerraum. Von den Persern übernahmen die Türken die Kultivierung der Tulpen im 15. Jahrhundert. Im Osmanischen Reich galt sie als eine der edelsten Blumen und wurde spätestens im 18. Jahrhundert in großen Mengen in den Gärten des Sultans eingepflanzt. Aus dem Osmanischen Reich gelangten Tulpen um 1555/1560 über Konstantinopel in Klammern heute Istanbul Klammer zu nach Wien. Wahrscheinlich importierte erstmals Auger Ghislain de Busbecq, ein flämischer Edelmann und Botschafter von Kaiser Ferdinand I. am Hofe von Süleyman I., Tulpensamen und Zwiebeln. Von ihm hat sich auch eine der frühesten, möglicherweise sogar erste angefertigte Beschreibung eines Westeuropäers von einer Tulpe überliefert. In einem Brief vom 1. September 1555 gab er ihr den Namen Tulipan. Auch auf anderen Wegen, etwa aus Südeuropa oder im Zuge des Handels mit der Levante, gelangten Tulpen nach Mitteleuropa. 1559 sah der Schweizer Gelehrte Konrad Gesner im Garten des Augsburger Bankiers Johannes Heinrich Herwarth eine rote Tulpe, die er als Tulipa Turcarum beschrieb. Die Einführung der Tulpe leitet in der Geschichte der Gartenkunst die sogenannte orientalische Periode ein, in der neben Tulpen auch Hyazinthen und Narzissen in die westeuropäische Gartenkultur Eingang fanden und sich dort großer Wertschätzung erfreuten. Der flämische Botaniker Carolus Clusius, seit 1573 Präfekt des kaiserlichen Heilkräutergartens in Klammern Hortus Botanicus Medicinal Klammer zu in Wien, kultivierte Tulpen ab 1574 in großem Stile. Im Garten Maximilians II. Ließ er Zwiebeln und Samen auspflanzen bzw. aussäen. In der Folgezeit wurden blühende Tulpen unabhängig voneinander in Brüssel 1577,
in Leiden 1590, in Breslau 1594 und in Montpellier 1598 beschrieben. Nach einer Station in Frankfurt am Main wurde Clusius 1593 zum Professor für Botanik in Leiden berufen und stand dort dem Hortus botanicus vor. Wie bereits in Frankfurt und in Wien war Clusius in Leiden ein wichtiger Punkt in einem Netzwerk an Blumenliebhabern, den Liefhabbers. Sie waren durch ihren gehobenen gesellschaftlichen Rang, ihre humanistische Bildung und ihre Wertschätzung für Pflanzen miteinander verbunden. Im exklusiven Zirkel dieser Enthusiasten mischten sich Vertreter verschiedener sozialer Kreise. Zu den Blumenliebhabern zählten Gelehrte, gebildete und wohlhabende Bürger (Apotheker, Ärzte, Notare, Händler, Advokaten) sowie Adlige, für welche alle der Umgang mit Pflanzen keine Landwirtschaft, sondern eine Liebhaberei war. Tulpen wurden aufgrund mehrerer Eigenschaften geschätzt. Sie waren neu, exotisch, exklusiv, dekorativ und anspruchsvoll. Um ihre Begeisterung für die Blumenzucht und Liefhaberie zu pflegen, legten Amateure private Gärten an und besuchten sich gegenseitig in diesen, um sich über die Kultivierung der neuen Sorten auszutauschen und die jeweiligen Exemplare in Augenschein zu nehmen. Befördert wurde die Anlegung privater Gärten durch das Wachstum der holländischen Städte jenseits der Stadtmauern. So wurden beispielsweise die Häuser, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an den Kanälen der Amsterdamer Herengracht, Keizersgracht und Prinsengracht gebaut wurden, mit rückwärtigen Gärten konzipiert. In anderen Städten wie Haarlem legte man Gärten außerhalb der Stadtmauern an. In diesen Gärten wurden nicht mehr nur Heil- und Nutzkräuter gezogen, sondern die Gärten dienten auch der Kultivierung neuer Pflanzenarten wie den Tulpen. So enthielt der Hortus botanicus in Leiden, der vor allem für Pflanzen zur medizinischen Verwendung angelegt wurde, bei Clusius' Tod mehr als 600 Tulpenzwiebeln, mit denen keinerlei medizinische Wirkung verbunden wurde. Manche Blumenliebhaber spezialisierten sich auf das Sammeln und die Zucht von Tulpen, die in den Beeten mit großzügigem Abstand zueinander einzeln wuchsen. Ausdruck fand die gesteigerte Wertschätzung und Bekanntheit für die Blumen in den Stillleben, wie sie in dieser Periode etwa von Ambrosius Bosschaert dem Älteren, Balthasar van der Ast und Roelant Savery gemalt wurden. In manchen dieser Werke taucht die Tulpe in Verbindung mit anderen Gegenständen als Symbol der Vanitas auf. Die kurze Blühdauer von April bis Juni und das zeitige Vergehen der Pflanze nach der Blüte machten die Tulpen, so eine Lesart dieser Bilder, zum Memento Mori. Tulpen wurden auch in Wunderkammern gesammelt. Diese Kollektionen waren im Prinzip unterteilt in Naturalia und Artificialia. Jedoch wurden in der Praxis in der Natur vorkommende und menschengemachte Objekte zusammengesammelt und ausgestellt. Beispielsweise gehörte zum Hortus botanicus in Leiden auch eine Galerie (das Ambulacrum), in der die Raritätensammlung des Barend ten Broecke dem Älteren (Bernardus Paludanus) untergebracht war. Tulpenzwiebeln und Bilder von Tulpen fanden sich in diesen Kunst- und Naturalienkabinetten neben Kunstwerken und anderen raren und wertvollen Dingen wie Straußeneiern, Narwalhörnern, seltenen Mineralien und Muscheln. Manche Autoren wie der Sieur de la Chesnée Monstereux gingen so weit, die Tulpe zu den Artificialia und nicht zu den Naturalia zu zählen, weil in den Tulpenzüchtungen natürliche und menschliche Faktoren zusammenkamen. Das Sammeln von Tulpen und anderen Raritäten wurde bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden kritisch begutachtet. In seiner 1614 erschienenen polemischen Sammlung von Emblemen Sinnepoppen (Sinnsprüche, Amsterdam 1614) vergleicht Römer Fischer den Eifer der Sammler von Muscheln mit dem der Sammler von Tulpen. In zwei aufeinanderfolgenden Blättern zeigt er zum einen exotische Muscheln unter dem Titel Es ist verrückt, für was ein Narr sein Geld ausgibt, zum anderen Tulpen unter der Überschrift
Ein Narr und sein Geld sind eilends geschieden. Die Tulpenliebhaber unterhielten ihre Beziehungen durch Tausch, nicht den Verkauf von Tulpen. Ihre Reputation beruhte auf Kennerschaft, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und der Bereitschaft, Wissen und Güter bereitwillig zu tauschen. Jedoch bedingte die hohe Wertschätzung und Seltenheit der Tulpen auch, dass sie zu einem finanziell kostbaren Gut wurden. Dies zeigt sich etwa in den Diebstählen von Tulpenzwiebeln. So wurde Clusius allein 1569 zweimal beraubt und ihm wurden dabei über 100 Tulpen gestohlen. Zu der Kultur der Blumenliebhaber trat der kommerzielle Handel mit Blumen. Seit mindestens der Mitte der 70er Jahre des 16. Jahrhunderts wurden seltene Pflanzen und Blumen gehandelt. Clusius berichtet beispielsweise von Händlern, die 1576 Schneerosen in Wien verkauft hätten. Zu den etablierten Amateuren und ihren Tauschgeschäften kamen neue Akteure hinzu, die mit Blumen kommerziell handelten, in Klammern Wurzelschneider, wie Clusius sie nannte. Es finden sich aber auch Belege, dass die Liebhabers selbst und nicht nur neu dazukommende Händler aktiv an der Kommodifizierung der Tulpen teilgehabt haben und Tulpen sowohl kauften als auch verkauften. Unterpunkt Tulpenzucht. Die Seltenheit von Tulpen begründet sich nicht nur in ihrer klimabedingten Anfälligkeit für Krankheit und Fäulnis. Auch die bevorzugte Art der Vermehrung setzte einer massenhaften Verbreitung Grenzen. Zwar können Tulpen über Samen verbreitet werden, doch benötigt in dieser Form das Heranwachsen einer blühfähigen Pflanze 7 bis 10 Jahre. Daher erfolgte die Vermehrung vegetativ mittels Tochterzwiebeln. Als Geophyten bilden Tulpen in der Erde geschützte Zwiebeln aus, um den Winter zu überdauern und im nächsten Frühjahr erneut auszutreiben. Nach der Blüte wachsen im Frühjahr bis zum Sommer an den Mutterzwiebeln Tochterzwiebeln, die nach der Blüte gerodet werden können. Sie existieren dann als eigenständige, blühfähige Exemplare. Die Mutterzwiebeln werden nach der Blüte mit den gebildeten Tochterzwiebeln den Sommer über aus der Erde genommen und erst im September bzw. Oktober wieder eingepflanzt, wo sie bis zur nächsten Blüte überwintern. In den Niederlanden trieben die Züchter und Sammler neben der mengenmäßigen Vergrößerung des Tulpenbestandes zudem die Zucht von Sorten voran. Das Wissen über die korrekte Bestellung und Pflege der Pflanzen wurde sowohl in Abhandlungen von Botanikern wie Rembert Dodoens und Matthias de Lobel als auch in populären Schriften wie Emanuel Sweerts Florilegium oder Crispin van de Passes dem Älteren Hortus Floridus verbreitet. Tulpen wurden wegen ihrer spontanen Farb- und Formwechsel und der dadurch erzielten unzähligen Varianten geschätzt. In der Zeit zwischen 1630 und 1650 kannte man rund 800 namentlich verschiedene Tulpensorten. Die in den Zuchtversuchen entstandenen Kultivare wurden in Gruppen klassifiziert. Unter die Couleren zählten beispielsweise alle einfarbigen, roten, gelben und weißen Tulpen. Die Rosen zeigen eine violette bzw. lila Färbung auf weißem Grund, während zu den Bizarden alle Tulpen gerechnet wurden, die eine rote, braune oder violette Färbung auf gelbem Grund aufwiesen. Die farblichen Merkmale der bizarren Tulpen sind oftmals nicht auf einen besonderen Zuchterfolg zurückzuführen. Vielmehr sind die gemusterten Blütenblätter, in Klammern das Brechen, Klammer zu, Resultat des Tulpenmosaikvirus, das von Blattläusen übertragen wird und nur über infizierte Tochterzwiebeln weitergezüchtet werden kann. Dementsprechend unberechenbar und selten waren erfolgreiche Zuchtlinien, insbesondere deshalb, weil der Grund für die plötzliche Farbmutation den damaligen Züchtern unbekannt war. Er wurde erst 1924 erforscht und weil die gebrochenen Tulpen schwächer und anfälliger sowie in ihrer Farbmuster weniger konstant waren als gesunde Tulpen. Auch wenn den Züchtern der eigentliche Grund der Farbvariationen unbekannt war, suchten sie nach Wegen, neue Sorten gezielt hervorzubringen. Beispielsweise wurden zwei Hälften verschiedener Zwiebeln zusammengebunden. Tulpenzwiebeln wurden mit Tinte getränkt oder auf dem Erdboden zum Auspflanzen der Tulpen wurde Taubenmist verbrannt. Die Wertschätzung für Tulpen in den Niederlanden
drückt sich in ihrer Benennung aus. So finden sich zahlreiche Tulpen mit den Namensbestandteilen Admirael und Generael, was den höchsten in dieser Zeit erreichbaren gesellschaftlichen Positionen entspricht. Zum Beispiel hieß eine der Tulpen des Züchters Francesco Gomez da Costa Admirael da Costa. Oder die Sorten Admirael von Enkhuizen bzw. Generael der Generalis von Gouda kamen aus Enkhuizen bzw. Gouda. Zudem gab es Anspielungen auf kostbare Materialien, in Klammern zum Beispiel Güdel Leckens, auf Deutsch Goldstoff, Klammer zu, oder bekannte Figuren der klassischen Antike, Klammer auf, zum Beispiel Schone Helena, auf Deutsch Schöne Helena, Klammer zu. Auch wurden zur Bezeichnung von Tulpensorten häufig Anleihen bei anderen in den Wunderkammern gezeigten Gegenständen gemacht. So finden sich Hinweise zu Sorten mit den französischen bzw. niederländischen Namen Agat, in Klammern Achat, Morillon, in Klammern ungeschliffener Smaragd, Gemamerde, in Klammern marmoriert, oder Marqueterine, in Klammern Marqueterie. Es waren besonders die mehrfarbig geflammten, gestrichelten, gestreiften, geränderten oder gesprenkten Tulpen, die im Zentrum der Spekulationsgeschichte der Tulpenmanie standen. Die meisten dieser Sorten sind mittlerweile ausgestorben. So ist von der damals wertvollsten Tulpe Semper Augustus, in Klammern, der immer Erhabene, kein Exemplar erhalten, weil in jüngster Zeit mit dem Tulpen-Mosaikvirus befallene Pflanzen von den Züchtern vernichtet werden, damit sie nicht den gesamten Bestand infizieren. Unterpunkt: Organisation des niederländischen Tulpenhandels. Zwiebeln wurden während der Pflanzzeit in den Sommermonaten gehandelt. Die gerodeten Zwiebeln wurden dabei in Spotmärkten verkauft. Der Handel mit Tulpen ließ sich nicht auf diese kurze Periode beschränken. Die Händler gingen dazu über, auch solche Zwiebeln zu kaufen und zu verkaufen, die sich noch in der Erde befanden und erst später nach der Blüte ausgegraben werden konnten. Die in diesen Transaktionen getätigten Börsen bzw. Terminkontrakte konnten notariell beglaubigt werden oder wurden inoffiziell auf Papierstreifen festgehalten. Gelegentlich bedienten sich die beiden Handelsparteien eines Vermittlers, in Klammern Sixmann, zur Aushandlung der Kaufbedingungen. Die Bezahlung der Tulpen war gewöhnlich dann fällig, wenn die Zwiebeln nach der Blüte aus der Erde genommen und übergeben wurden. Als Konsequenz entwickelte sich der Tulpenhandel zum Spekulationsgeschäft, da niemand in der Lage war, verbindliche Aussagen darüber zu treffen, wie die gehandelten Tulpen aussehen, noch ob sie in der neuen Saison überhaupt blühen würden. Aufgrund dieser unklaren Handelsgrundlage wurde das Geschäft mit Tulpen auch als Windhandel bezeichnet. Zum Zwecke der Veranschaulichung des zu erwartenden Aussehens einer Tulpe gaben die Züchter und Händler Kupferstiche, Aquarelle und Gouachen von Tulpensorten in Auftrag und sammelten diese in Handels- bzw. Versteigerungskatalogen, den sogenannten Tulpenbüchern. Von ihnen sind Anfang des 21. Jahrhunderts insgesamt 45 Exemplare erhalten geblieben. Die Besonderheit dieser Tulpenbücher ist, dass neben den Illustrationen selbst auch die Namen und gelegentlich auch noch das Gewicht und die Preise der abgebildeten Sorten am Rand der Blätter verzeichnet sind. Mit der steigenden Beliebtheit der Zierpflanze kamen neue Formen des Tulpenhandels dazu und ab der Mitte der 1630er Jahre ist im Vergleich zu anderen Produkten ein Preisanstieg zu bemerken. Spätestens um das Jahr 1634 betraten Spekulanten den Markt, die Tulpen nicht nur in der Hoffnung kauften, sie zu späterer Zeit selbst in ihren Garten zu setzen, sondern sie erwarben, um sie bei steigenden Preisen mit Gewinn weiterzuverkaufen. Der Leerverkauf war auch in anderen Sektoren der niederländischen Wirtschaft verbreitet. So verkaufte die niederländische Ostindien Company ihre verschifften Waren, noch bevor diese ausgeliefert werden konnten. Jedoch untersagten die Generalstaaten 1610 diese Art des Handels, und das Verbot wurde in den Folgejahren 1621, 1630 und 1636 bestätigt. Dies bedeutete, dass entsprechende Verträge nicht vor Gericht einklagbar waren.
jedoch wurden die Händler, die solcher Art Geschäfte betrieben, auch nicht explizit verfolgt, so dass Formen des Leerverkaufs stets genutzt wurden. Auch konnten diese Verdikte nicht verhindern, dass Optionsscheine auf Tulpenzwiebelanteile gehandelt wurden. Die umfassendste Beschreibung der Organisation des niederländischen Tulpenhandels zur Zeit der Tulpenmanie hat sich in dem spekulationskritischen Pamphlet Samenspraeken erhalten, das drei satirische Dialoge der beiden Weber Georg Gaed (Habgier) und Vermond (Warmund) wiedergibt. Es wurde kurz nach dem Ende der Spekulationsblase 1637 von Adriaen Roman aus Haarlem verbreitet. Folgt man der dortigen Beschreibung, dann fand der Handel mit Tulpenzwiebeln nicht in Börsengebäuden statt, sondern die Händler trafen sich in sogenannten Kollegs (Kollegie bzw. Compartje) in bestimmten Herbergen und Schankhäusern. Bei den Treffen der Kollegs wurden Tulpen gehandelt, bewertet und das Wissen über Sorten und Akteure ausgetauscht. Tulpenzwiebeln wurden zum Teil als einzelne Zwiebelexemplare, zum Teil nach Gewicht verkauft, im Speziellen nach der Goldschmiedeeinheit Asen (1 Eis gleich 0,048 Gramm und 1 Pfund gleich 9729 Asen) in Haarlem bzw. 10.240 Asen in Amsterdam. Der Verkäufer hatte die Möglichkeit einer Auktion (in het Otien) oder beide Seiten schrieben ihren Preiswunsch auf einen Zettel bzw. ein Brett (Borden) und zwei jeweils gewählte Unterhändler (Seegsmann) einigten sich auf einen Preis (met de Borden). Käufer waren verpflichtet, eine Gebühr von 2,5% des Verkaufspreises beziehungsweise bis zu 3 Gulden das sogenannte Weingeld bzw. Wienkop in holländischen Gulden, also in Florins bzw. Gulders zu zahlen, die vor Ort für Speisen, Getränke und Trinkgelder ausgegeben wurden. Wenn man aus bereits angelaufenen Verkaufsverhandlungen wieder aussteigen wollte, dann war die Zahlung eines Rufkop (Bußgeld) fällig. Mitunter wurde die Verpflichtung, eine Zwiebel zu liefern, über Zwischenhändler weiterverhandelt. Tulpen wurden außerdem auf offiziellen Auktionen versteigert, wie bei den Auktionen einer Weeskamer (Waisenhaus), wenn dieses den Nachlass eines Verstorbenen zugunsten seiner Kinder versteigerte. Abschnitt Daten und Verlauf. Unterpunkt Tulpenpreise. Für den Zeitraum von 1630 bis 1637 haben sich keine vollständigen Preisdaten erhalten. Daher ist es nicht möglich, exakte Aussagen über den Preisverlauf und das Ausmaß des Wertverlusts von Tulpenzwiebeln zu machen. In der Mehrzahl stammen die Daten auch aus dem Samenspraek. Die Aufstellung des amerikanischen Wissenschaftshistorikers Peter M. Garber, der die Informationen zu Verkäufen von 161 Zwiebeln von 39 Sorten zwischen 1633 und 1637 zusammentrug, zeigt, dass selbst gleiche Tulpensorten zum selben Zeitpunkt zu unterschiedlichen Preisen gehandelt wurden. Der Grund hierfür liegt in den verschiedenen möglichen Handelsweisen und Handelsorten. Tulpen konnten in den Terminbörsen des Kollegs, bei Auktionen, auf Spotmärkten beim Züchter und durch notariell beglaubigte Terminkontrakte verkauft bzw. erworben werden. Schon in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts war es unter Umständen möglich, für einzelne Tulpensorten sehr hohe Preise zu erzielen. Beispielhaft hierfür steht die Tulpe Semper August. Sie wurde 1637 als teuerste Tulpe aller Zeiten gehandelt. Einem Bericht aus dem Jahr 1623 zufolge sollten alle damals existierenden 12 Tulpen dieser Sorte dem Amsterdamer Bürger Adriaen Pauw auf seinem Gut Heemstede gehören. 1623 kostete jede dieser Zwiebeln 1000 Gulden. 1624 stand der Preis bei 1200 Gulden. 1633 war er auf 5500 Gulden gestiegen und 1637 wurden für 3 Zwiebeln 30.000 Gulden geboten. Zum Vergleich,
Das Durchschnittsjahreseinkommen in den Niederlanden lag bei etwa 150 Gulden. Die teuersten Häuser an einer Amsterdamer Gracht kosteten rund 10.000 Gulden. Jedoch scheinen diese sehr hohen Tulpenpreise zu jener Zeit die Ausnahme gewesen zu sein. So wurden 1611 Tulpen der Sorte Cares op de Candlelaer (Kerzen auf einem Leuchter) für 20 Gulden verkauft. Aus dem Oktober 1635 haben sich Daten zum Verkauf einer Tulpe der Sorte Zeebloem van Coningh für 30 Gulden erhalten. Dass die Preise für Tulpenzwiebeln zu Beginn der 1630er Jahre anzogen, lässt sich an den Sorten ablesen, für die in zeitlicher Folge mehrere Preisdaten verfügbar sind. Beispielsweise verdoppelte sich der Preis einer Tulpe der Sorte Groote Gepluymaseerde von 0,07 Gulden per Aes am 28. Dezember 1636 auf 0,15 Gulden per Aes am 12. Januar 1637. Der Preis der Sorte Switserts stieg in diesen zwei Wochen von 125 Gulden auf 1500 Gulden für das Pfund, ein Anstieg auf das Zwölffache. Unterpunkt Verlauf: Ihren Höhepunkt erreichten die Preise für Tulpen bei der Weeskamer-Versteigerung am 5. Februar 1637 in Alkmaar. Sie wurde von den Weesmesters (Rektoren des Waisenhauses) für die Nachkommen von Wouter Bartholomeus Winckel veranstaltet. Auf der Auktion wurden für 99 Posten Tulpenzwiebeln insgesamt rund 90.000 Gulden erzielt. Es finden sich aber weder für die einzelnen Preise noch für die Käufer verlässliche Belege. Eine kurze Zeit nach der Auktion erschienenes Flugblatt enthält eine Preisliste, doch ohne Angaben, wer diese Summen auf der Auktion geboten haben soll. Der durchschnittliche Preis der versteigerten Tulpen betrug 792,88 Gulden. Das meiste Interesse zogen in den späteren Auseinandersetzungen mit den Ereignissen die Tulpen auf sich, für welche weitaus höhere Preise geboten worden sein sollen. So kam eine Tulpe der Sorte Viceroy für 4.203 Gulden unter den Hammer. Eine Admirael van Enkhuizen wurde für 5.200 Gulden verkauft. Zwei Tage vor der Auktion in Alkmaar am 3. Februar 1637 hatte der Verfall von Preisen in Haarlem seinen Anfang genommen. Bei einer der regelmäßigen Wirtshausversteigerungen konnte keine der angebotenen Tulpen zu dem erwarteten Preis verkauft werden. In den nächsten Tagen brach dann in den gesamten Niederlanden der Tulpenmarkt zusammen. Das System des Handelns funktionierte nur so lange, wie die Händler mit steigenden Preisen und der Option rechneten, dass ein Käufer bereit wäre, die reale Tulpenzwiebel zu erwerben. Als sich keine neuen Käufer fanden, die in die Preisspirale einsteigen wollten, fiel der Wert von Tulpen um geschätzt mehr als 95%. Am Ende der Spekulationsblase fanden sich Händler mit Verpflichtung, Tulpenzwiebeln im Sommer zu einem Preis weit über den aktuellen Marktpreisen zu erwerben, während andere Tulpenzwiebeln verkauft hatten, die nur noch einen Bruchteil des Wertes besaßen, für den sie ihnen abgekauft wurden. Um einen Weg aus dieser Krise zu finden, entsandten am 23. Februar 1637 verschiedene Städte Delegierte zu einem Treffen nach Amsterdam. So waren bei dieser Zusammenkunft insgesamt 36 Blumenhändler aus 12 Städten und Regionen (Haarlem, Leiden, Alkmaar, Utrecht, Gouda, Delft, Vianen, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik und der Region Distrikt) vertreten. Auch Händler aus Amsterdam selbst waren zugegen, doch weigerten sie sich, die getroffene Vereinbarung zu unterzeichnen. Die Abmachung sah vor, allen Kaufverträgen Gültigkeit zuzusichern. Aber jeder Käufer hatte bis März 1637 das Recht, Käufe zu annullieren, die nach dem 30. November 1636, dem Ende der vorherigen Pflanzsaison, getätigt worden waren. Als Ausgleich hätte in diesem Fall nur 10% des Kaufpreises als Bußgeld gezahlt werden müssen. Weil aber diese Abmachung nicht rechtlich verbindlich war und mit Amsterdam ein wichtiges Zentrum des Handels sich weigerte zu kooperieren,
wurde die Vereinbarung nicht eingehalten. Ein zweiter Anlauf zur Lösung der Krise ging von Städten unter dem Druck einflussreicher Blumenhändler aus. So wurde in Haarlem vorgeschlagen, den Staaten von Holland und Westfriesland die Idee zu unterbreiten, alle Transaktionen seit dem Ende der letzten Pflanzzeit Ende September 1636 ohne Strafzahlungen zu annullieren. Der Ältestenrat diskutierte diesen Vorschlag am 4. März 1637 und kam zu dem Entschluss, dass dieses Anliegen vor den Staaten vertreten werden sollte. Diesen Beschluss unterstützten auch die Bürgermeister, wohl auch unter dem Einfluss wichtiger Regenten, in Klammer auf, Mitglieder der patrizischen Stadtregierung in den Niederlanden, Klammer zu, wie Cornelius Guldewagen und Johan de Wael. Beide besaßen Brauereien in Haarlem, gehörten zur bürgerlichen Oberschicht und bekleideten über Jahrzehnte verschiedene öffentliche Ämter in der Stadtverwaltung. Kurz vor dem Preisverfall waren sie an das Geschäft mit Tulpen eingestiegen, indem sie 1300 Zwiebeln aus dem Garten des bankrotten Amsterdamers Händlers Anthony de Flory kauften. In den Gerichtsakten tauchen sie auf, weil sie in der Folgezeit mehrfach versuchten, gerichtlich aus dem Vertrag auszusteigen. In Hoorn ging der Magistrat denselben Weg, während Alkmaar einen entgegengesetzten Kurs einschlug. Am 14. März 1637 forderte Alkmaar seine Repräsentanten in den Staaten auf, die Einhaltung aller Verträge einzufordern. Zwar beschäftigten sich die Staaten mit den Eingaben, doch verwiesen sie die Städte am 11. April 1637 an den obersten Gerichtshof der Provinz Holland. In seiner Entscheidung vom 23. April 1637, die von den Staaten am 25. April 1637 verkündet wurde, erklärte der Gerichtshof: Erstens sollen alle Verträge in Kraft bleiben. Zweitens sollten die einzelnen Städte die Blömisten bei ihrer Suche nach einvernehmlichen Lösungen unterstützen. Wo dies nicht gelänge, sollten die Probleme dem Gerichtshof rückgemeldet werden. Drittens war es den Verkäufern erlaubt, im Fall, dass die Käufer ihre Abmachung brechen würden, die betreffenden Zwiebeln nochmals zu verkaufen. Dabei sollte der erste Käufer für die Differenz zwischen dem ersten abgemachten und dem zweiten erzielten Preis einstehen. In Haarlem wurde dieser Schiedsspruch so umgesetzt, dass ab 1. Mai 1637 Streitigkeiten wegen Tulpenverkäufen nicht mehr vor Gericht gebracht werden durften. Die Blumenhändler mussten sich untereinander einig werden. Da aber auf diese Weise viele Streitfälle ungelöst blieben, wandten sich die Bürgermeisters von Haarlem im Juni 1637 erneut an den Hof van Holland mit der Bitte, den Schiedsspruch aufzuheben. Weil aber der Gerichtshof diesem Antrag nicht folgte, stellten die Bürgermeisters von Haarlem am 30. Januar 1638 eine Kommission zusammen, in Klammern, Kommissarissen van de Bloemen Sacken, Klammer zu. Eine ähnliche Lösung wurde in Alkmaar und nach heutigem Kenntnisstand eventuell auch in weiteren Städten gefunden. Ziel war es, die Konflikte einvernehmlich beizulegen. Die endgültige Lösung bestätigten die Bürgermeister von Haarlem am 28. Mai 1638. Die Verträge konnten annulliert werden, wenn die Käufer zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 3,5% des ursprünglichen Kaufpreises bereit wären. Abschnitt Erklärungen. Es existieren verschiedene Ansätze, den Preisanstieg und Preisverfall von Tulpen im Winter 1636 und 1637 zu erklären. Während traditionell eine kritische Deutung der Ereignisse als irrationale Manie vorherrschte, bemühen sich neuere Arbeiten aus marktrationalen, institutionellen und historischen Perspektiven um ausgewogenere Interpretationen. Unterpunkt traditionelle Deutungen. Die traditionelle Deutung des Preisanstiegs und Preisverfalls von Tulpen versteht diese Ereignisse als exzessive Finanzspekulation und leichtsinnige Verrücktheit. Entscheidend für die Verbreitung der Idee einer Tulpenmanie war das Buch Extraordinary Popularis Delusions and the Madness of Crowds, das der schottische Journalist Charles Mackay 1841 in London veröffentlichte. Mackay vertrat darin die These vom irrationalen Massenverhalten
und unterstützte diese durch Beispiele der Südseeblase und des Skandals um die Mississippi Company, beide 1720. Grundelemente seiner Darstellung, die in den anschließenden Auseinandersetzungen vielmals weitergetragen wurden, sind zum einen die Behauptung, die Tulpenmanie habe alle Bevölkerungsschichten der Niederlande erfasst und in kommerzielle Spekulationen getrieben, und zum anderen die Behauptung, sie habe die Beteiligten ruiniert und der niederländischen Wirtschaft insgesamt einen schweren Schaden zugefügt. Außerdem verbreitete Mackays Text einige danach immer wieder zu findende Anekdoten, etwa die vom Tausch eines sehr umfangreichen Warenkorbes gegen eine Tulpe der Sorte Viceroy, oder die vom Missgeschick eines Mannes, der aus Versehen eine der kostbaren Tulpenzwiebeln mit einer einfachen Gemüsezwiebel verwechselte und verspeist habe. Es folgt eine Liste mit den Gütern, die für die Tulpenzwiebel Viceroy eingetauscht wurden. 120 Scheffel Wein, 448 Gulden. 240 Scheffel Roggen, 558 Gulden. 4 fette Ochsen, 480 Gulden. 8 fette Schweine, 240 Gulden. 12 fette Schafe, 120 Gulden. 2 Ochshofte Wein, 70 Gulden. 4 Fuder Bier, 32 Gulden. 2 Fässer Butter, 192 Gulden. 1000 Pfund Käse, 120 Gulden. Ein Bett, 100 Gulden. Ein Anzug, 80 Gulden. Ein silberner Trinkbecher, 60 Gulden. Macht zusammen 2500 Gulden. Mackays wichtigste Quelle für seine Informationen und die von ihm vorgebrachte kritische Lesart der Tulpenmanie ist Johan Beckmann, welcher wiederum auf den niederländischen Botaniker Abraham Munting vertraute. Dieser wurde 1626 geboren und ist kein Augenzeuge der Tulpenmanie. Munting verließ sich auf zwei Dokumente, die damit die Grundlage für alle späteren Texte und deren kritische Deutung des Tulpenhandels bilden. Zum einen ist dies eine Chronik von Löwe van Alzema und zum anderen das Pamphlet Samenspraak von Adrian Roman. Da Alzema wiederum seine Beschreibung auf Pamphlete und Flugblätter gründet, bildet diese Sammlung an den zeitgenössischen Texten die Hauptquelle der populären Auseinandersetzung mit der Tulpenmanie. Der überwiegende Teil der Kritik in diesen Flugblättern und Handzetteln, die im Frühjahr 1637 in verschiedenen Städten kursierten, wirft den Blumenhändlern vor, sie hätten Tulpen zu ihren Götzen gemacht und damit Gott beleidigt. Sie hätten durch unlauteren Handel nach Geld gestrebt und sie hätten die soziale Ordnung gefährdet. Das von Mackay entworfene Bild des Preisanstiegs und Preisverfalls von Tulpen als umfassender und zerstörerischer Manie macht das historische Ereignis zum Paradebeispiel einer durch Massenhysterie fehlgeleiteten Marktentwicklung. In dieser Form findet die Tulpenmanie Eingang in populärwissenschaftliche Betrachtungen zu Finanzmärkten und späteren Finanzkrisen, wie etwa Burton Malkiels A Random Walk Down Wall Street 1973 oder Kenneth Galbraith A Short History of Financial Euphoria 1990. So taucht die Tulpenmanie auch in Oliver Stones Film Wall Street – Geld schläft nicht 2010 auf. Darin nutzt der Spekulant Gordon Gekko eine historische Darstellung des sich wandelnden Marktwerts von Tulpen, um die Finanzkrise ab 2007 zu erklären und zu bewerten. Unterpunkt: Marktrationale Erklärung. Seit den 1980er Jahren haben sich Ökonomen an einer positiven Sicht auf das spekulative Verhalten versucht und Mackays Deutung kritisch begutachtet. Hinterfragt werden dabei das Ausmaß, in dem die Spekulationswelle die Bevölkerung erfasste, und das Ausmaß der negativen ökonomischen Auswirkungen der Tulpenmanie. In seiner Erklärung, warum die Händler immer höhere Preise für Tulpen zu zahlen bereit waren, hebt der amerikanische Wirtschaftshistoriker Peter M. Gerber den Aspekt einer spielerischen Zerstreuung und die erhöhte Risikobereitschaft in Pestzeiten hervor. Während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts grassierten in Abständen Beulenpestepidemien in den niederländischen Städten,
was Garber als Begründung für die Bereitschaft zum Risiko und als Erklärung für die zur Verfügung stehenden Geldsummen (durch Erbschaft) anführt. Anhand der von ihm genutzten Preisdaten für Tulpenverkäufe im Winter 1636 / 1637 und für danach erfolgte Transaktionen von Tulpen in den Jahren 1643, 1722 und 1739 argumentiert er, dass der jährliche Preisverfall von Sorte zu Sorte variierte und von 76% bis 24% betragen konnte. Im Vergleich mit den Preisen für Hyazinthen im 18. Jahrhundert erklärte Garber, dass die Behauptung, die Tulpenmanie sei ein einmaliges Geschehen, nicht aufrechterhalten werden könne. Vielmehr würden die Preiskurven deutliche Parallelen aufweisen. Auch bei Hyazinthen seien die Preise für die teuersten Sorten innerhalb von drei Jahrzehnten auf 1 bis 2% des ursprünglichen Wertes gefallen. An Garbers marktrationaler Erklärung, basierend auf der Effizienzmarkthypothese, schließt die Überlegung von Douglas French an. Er behauptet, die Tulpenmanie sei auch deshalb möglich geworden, weil die Geldpolitik der Amsterdamer Wechselbank (Wisselbank) und die Kaperung der spanischen Silberflotte am 17. September 1628 durch Piet Hein dazu führten, dass mehr Geld verfügbar war, welches spekulativ eingesetzt werden konnte. Unterpunkt: Institutionelle Erklärung. Garbers vergleichender Argumentation widerspricht der amerikanische Ökonom Earl A. Thompson. Er weist darauf hin, dass der Preisverfall von Tulpen in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts nicht die behauptete Änderung um rund 40% betrug, sondern 99,999%. Dass die Händler im Winter 1636, 1637 bereit waren, immer höhere Geldsummen für Tulpen zu bieten, erklärt Thompson mit dem Dekret, welches die Delegierten der Händler am 24. Februar in Amsterdam verabschiedeten. Er geht davon aus, dass dieses Dokument nicht die Reaktion auf den Preissturz zu Beginn des Monats Februar gewesen sei, sondern nur der Endpunkt eines längeren Vorhabens. Die Händler hätten demnach danach gestrebt, die Verträge im Bedarfsfall verlustlos annullieren zu können und seien in Erwartung der Bestätigung dieses Ansinnens bereits vorfristig risikoreiche Verträge eingegangen. In seiner Deutung eröffnet das Dekret eine Ausstiegsklausel für Kaufverträge. Dem Käufer von Tulpenzwiebeln stand es frei, aus eingegangenen Verträgen auszusteigen und in diesem Fall eine Vertragsstrafe in Höhe von 3,5% des Handelswertes zu zahlen. Diese Möglichkeit habe die preistreibenden Spekulationen der Händler begünstigt, welche mit steigenden Preisen und Weiterverkaufsgewinnen rechneten, aber bei Gefahr eines Preisverfalls unter Verlust nur eines Bruchteils der Vertragssumme hätten aussteigen können. In diesem Sinne sei die Manie nur eine ökonomisch rationale Antwort auf die Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen. Der Preissturz wiederum sei durch Ereignisse im Dreißigjährigen Krieg hervorgerufen worden. Der Vormarsch der Schweden nach der Schlacht bei Wittstock habe die Erwartung der holländischen Händler gedämpft. Deutsche Fürsten würden in den Tulpenhandel einsteigen und die überteuerten Tulpen aufkaufen. Unterpunkt: Historische Erklärung. Die amerikanische Historikerin Ann Goldgar überprüft in ihrer Studie des sozioökonomischen Kontextes von Tulpenzucht und Tulpenhandel im goldenen Zeitalter der Niederlande mehrere populäre Behauptungen zu den Umständen und Folgen der Tulpenmanie. Ihre Arbeit beruht im Wesentlichen auf der Auswertung historischer Quellen, insbesondere der erhaltenen Zeugnisse von Verkäufen und Gerichtsakten für drei Zentren des Tulpenhandels: Amsterdam, Haarlem und Enkhuizen. Zu Beginn ihrer Darstellung weist sie auf ein Problem jeder Untersuchung der Tulpenmanie hin, die damit umgehen müssen, dass sich die Dokumente über Preise, Transaktionen und beteiligte Akteure nur unvollständig erhalten haben. Die erste von ihr untersuchte Behauptung betrifft das Ausmaß der Handelsaktivitäten. Entgegen der bereits in den frühen Flugschriften und später von Mackay vertretenen Idee, die Tulpenmanie habe große Teile der Bevölkerung erfasst, vertritt Goldgar die Meinung, das Phänomen habe nur eine kleine Gruppe der Bevölkerung betroffen,
vor allem wohlhabende Kaufleute und Handwerker. Die einschlägigen Berichte über wahnhaften und massenhaften Handel gingen dagegen auf zeitgenössische Propaganda und religiös motivierte Sozialkritik zurück. Insgesamt konnte sie 285 Personen identifizieren, die in Haarlem zu Beginn des 17. Jahrhunderts in den Tulpenhandel involviert gewesen waren. In Amsterdam waren es etwa 60, in Enkhuizen rund 25. In dieser kleinen Gruppe der Bloemisten bzw. Floristen seien weder Angehörige der obersten noch der untersten gesellschaftlichen Schichten vertreten gewesen. Der Kauf und Verkauf von Tulpen war, so behauptet sie, ein urbanes Phänomen, welches insbesondere in der dicht besiedelten Provinz Holland und dort besonders von Kaufleuten, Notaren, Ärzten, Silberschmieden, Handwerksmeistern, Schankwirten, Brauereibesitzern und Apothekern betrieben wurde. In manchen Fällen seien auch Bürgermeister, Schöffen und Mitglieder des Ältestenrats in die Tulpengeschäfte involviert gewesen. Auch formierte sich ab Mitte der 1630er Jahre Kompanien, bei denen mehrere geldgebende und ausführende Partner zusammen auf den Markt agierten. Sie alle hätten sich, wie den Steuerregistern zu entnehmen ist, in der Schicht der wohlhabenden Stadtbürger befunden. Weder für die Teilnahme von den in den Pamphleten häufig genannten Webern und Schornsteinfegern noch für die Präsenz Adliger konnte Goldgar Belege ausfindig machen. Goldgar argumentiert, dass der Tulpenhandel auch während der Tulpenmanie ein Phänomen der bürgerlich gehobenen Schichten war. Es bestehe demgemäß eine Kontinuität zwischen den Leafhabbers, die Tulpen besonders wegen ihrer Schönheit und Seltenheit schätzten, und den Bloemisten, die in den Tulpen auch Handelswaren und Wertanlagen sahen. Wie die Tulpenliebhaber seien auch die Tulpenhändler in engen, familiären, religiösen, Klammer auf, ein überproportional hoher Anteil an Mennoniten handelte mit Tulpen, Klammer zu, örtlichen und geschäftlichen Netzwerken miteinander verbunden gewesen. Der Handel war zudem, auch dies zeigten die Dialoge im Samensbreck, ein geordnetes System an Verpflichtungen und Abläufen, wie sie in den Kollegs gepflegt wurden. Die Kollegs waren nicht allein die soziale Veranstaltung des Handels mit Tulpen, sondern zugleich eine moralische, wenn auch keine rechtlich bindende Autorität der Begutachtung von Tulpen und der Bewertung der Transaktionen. Die Verhandlungen in den Kollegs versteht Goldgar als Ausdruck der niederländischen Diskussiekultur, die über Diskussion, Ausgleich und Verhandlung kommerzielle und soziale Probleme zu lösen versuchte. Außerdem behauptet Goldgar, dass die Händler im Umgang mit den Risiken des Windhandels geübt waren. In einer auf dem Seehandel orientierten niederländischen Wirtschaft waren spekulative Geschäfte üblich. So verkaufte die niederländische Ostindien-Kompanie ihre Waren, bevor diese die Kunden erreicht hatten. Auch erfreuten sich Wetten und Lotterien großer Beliebtheit, und Tulpen wurden selbst zu Wetteinsätzen gemacht. Als Beleg für die Ernsthaftigkeit und Bedeutung des Handels mit Tulpen sieht Goldgar das Vorhaben der Generalstaaten im Sommer 1636, die Transaktionen zu besteuern. Parallel zur Überlegung, Abgaben für andere Luxusgüter wie den Besitz einer Dienerschaft, den Genuss von Tabak oder das Kartenspiel einzuführen, sollte der Handel mit Tulpen besteuert werden. Dem üblichen Prozedere folgend verwiesen die Generalstaaten diesen Vorschlag an die einzelnen Städte zur Diskussion. Doch endete die Sitzungsperiode mit dem 7. Februar 1637 und im Mai 1637 wurde die Idee aufgrund der gesunkenen Preise wieder verworfen. Ein wichtiger Faktor für den raschen Preisverfall scheint der vertrauensbasierte Handel mit immateriellen Gütern gewesen zu sein. Nicht reale Tulpenzwiebeln wurden ver- und gekauft, sondern die Option auf eine zukünftig nach einem bestimmten Muster blühende Tulpe. Eine Ursache des Preisverfalls könnte vor diesem Hintergrund das Gerücht einer Überproduktion infolge der Nachfragesteigerung gewesen sein, denn der Preis bemaß sich auch an der Seltenheit der Tulpensorte. Zweitens bestreitet Goldgar, dass die Tulpenmanie ernsthafte negative Konsequenzen für die niederländische Wirtschaft und für die einzelnen Tulpenhändler gehabt habe. Die Praxis des Tulpenhandels sah vor,
dass der Kaufpreis erst fällig wurde, wenn die Tulpenzwiebel nach ihrer Blüte aus der Erde gehoben wurde. Deshalb wechselten in den Transaktionen im Winter 1636/1637 weder reale Tulpenzwiebeln noch Geldmengen ihre Besitzer. Wenn infolge der sinkenden Preise die beiden Handelsparteien sich deshalb auf eine Annullierung des Kaufs einigten, so erlitt niemand ernsthaften finanziellen Schaden. Die Verkäufer konnten ihre Tulpen zwar nicht für den erhofften Preis absetzen, gerieten im Prinzip aber nur dann in Schwierigkeiten, wenn sie die zu erwartenden Einnahmen bereits vorfristig für andere Zwecke als Kredit eingesetzt hatten. Die Käufer wiederum konnten zwar nicht auf einen Weiterverkauf mit Gewinn hoffen, doch kamen sie, wenn eine Strafzahlung fällig wurde, mit einem vergleichsweise geringen Verlust aus dem Geschäft. In den Ketten von Käufern und Verkäufern musste wiederum nur derjenige Verluste hinnehmen, der die Tulpe auch real besaß. In der längsten dieser Ketten, in denen eine Tulpenzwiebel in einer Pflanzperiode weiterverkauft wurde, zählte Goldgar insgesamt 5 Beteiligte. Was den behaupteten Bankrott zahlreicher Händler angeht, so findet Goldgar nur vereinzelt Hinweise auf derartige Konsequenzen. Im Falle des Malers Jan van Goyen, der bei seinen Tulpengeschäften 894 Gulden verlor, zeigt Goldgar, dass dieser mehr Verluste durch die Spekulation mit Grundstücken als durch den Handel mit Tulpen erlitten habe. Zudem habe der Einbruch der Tulpenpreise für die Niederlande keinen wirtschaftlichen Abschwung bedeutet. Insgesamt betrachtet wuchs die Wirtschaft stetig bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Die nachweislichen kürzeren Phasen wirtschaftlichen Abschwungs hätten in den frühen 20er Jahren und zwischen 1626 und 1631 stattgefunden, nicht aber infolge der Tulpenmanie nach 1637. Die Tulpenmanie sei daher weniger eine finanzielle Krise, sondern eine kulturelle Krise gewesen, in der das Zutrauen in den Markt, in die Zahlungssicherheit und in den vertrauensbasierten Handel erschüttert wurde. Abschnitt Rezeption in der Kunst und Literatur. Der aus den Fugen geratene Tulpenhandel wurde unmittelbar künstlerisch verarbeitet. Der Kupferstich, der Mallewagen alias Het Ballete der Bloemisten von Crispin van der Passe der Jüngeren, enthält eine moralisierende Kritik, die zur Deutung der Tulpenmanie als Phase zügelloser Spekulationssucht wesentlich beigetragen hat. Den Tulpen, die die Göttin Flora auf einem Segelwagen trägt, sind Namen von Tulpensorten beigegeben, die stellvertretend für die Kostbarkeit der gehandelten Blumen stehen. Semper Augustus, General Bol, Admiral van der Horn. Die Bürger, die dem Wagen nachrennen, rufen: Wir wollen mitfahren. Ein Affe, der sich an den Mast klammert, beschmutzt Flora, die in manchen Schmähschriften als Blumenhure bezeichnet wurde. Der Wagen selbst steuert auf die Laetus Vioe, die Flut des Vergessens, zu. Am Strand versucht ein Bauer, den Schut, also den Schulzen, auf die Katastrophe hinzuweisen. Die Wappen am Wagen können möglicherweise in Zusammenhang mit bestimmten Schankhäusern gebracht werden, da die angegebenen Bezeichnungen wie Witte Wambuis oder Bastard Pyp typische Namen für solche Örtlichkeiten waren. In den 4 Darstellungen in den Ecken des Stiches wiederum werden Szenen aus dem Tulpenhandel gezeigt. Links oben ein Tulpenbeet mit einem Käufer, rechts oben die Compariti der Blumisten, unten links nochmal eine Handelsszene im Wirtshaus. Rechts unten ist das abrupte Ende der Spekulationen illustriert. Wenn die Tat der Narren geschehen ist, wird weiser Rat gesucht. Die Händler sitzen und stehen in Konfusion aufgelöst, während ein Handwerker am rechten Bildrand bemerkt, wer hätte das gedacht. Bekannter noch als der Kupferstich von Crispin van der Passe der Jüngeren ist das auf dieser Vorlage um 1640 von Hendrik Gerrits Pott gemalte satirische Bild von Floras Narrenwagen, in Klammern Floras Mallewagen, Franz Hals Museum, Haarlem, Klammer zu. Abgebildet ist auch hier ein Segelwagen, in dem Flora mit Tulpensträußen in der Hand sitzt. Ihr zu Füßen sieht man eine trinkende Figur mit Narrenkappe, die Lekebert, in Klammern Schleckmaul, Lekerbeck, Klammer zu, genannt wird und die Völlerei symbolisiert. Diesem Bildmuster nach versammelt der Wagen noch weitere Laster. So heißt der mit einer tulpengeschmückten Narrenkappe versehene Mann Liegwagen,
(das Lügenmaul), der ältere Mann mit der Stockbörse und der Uhr wird als graegreich (gernereich) gedeutet, die Frau mit der Waage in der Hand ist die vergeal (häufe an) und die Figur mit den zwei Gesichtern, die vorne auf dem Wagen sitzt, ist die idel hoppe (die eitle Hoffnung). Sie streckt die Hand nach einem Vogel aus, der üdel hoppe ontflogen (entflogenen eitlen Hoffnung). Im linken Hintergrund des Bildes ist Haarlem mit der Kirche St. Bavo zu sehen, während im Bildvordergrund ein Webstuhl und ein Gesetzbuch mit Füßen getreten werden. Im rechten Hintergrund sieht man bereits das Schicksal des Gefährts und seiner Insassen. Unlenkbar geworden stürzt es ins Meer. Noch deutlicher wird der Bezug zwischen Narrenkappe und Tulpenspekulation in dem Stich Florae's Gekskap von Cornelis Danckerts. Es zeigt eine überdimensionierte Narrenkappe, in der ein Wirtshaus Raum gefunden hat, in welchem eine Tulpenauktion im Gange ist. Die Waage auf dem Tisch scheint zum Abwiegen der Tulpen zu dienen. Hinter der Kappe wird Flora auf einem Esel sitzend von einer wütenden Menge bedrängt. Im Vordergrund links und rechts werden die verblühten Tulpen zum Abfall gebracht. Der lachende Dritte ist der Wirt, der an den handelnden Tulpenliebhabern und Spekulanten verdient hat. Der Teufel im linken Bildhintergrund hält an einer Angelrute die Narrenkappe und als Köder einen Stapel von Einschreibungen für die Tulpenversteigerung. Wiederum anders geht Jan Brügel der Jüngere das Thema an. Seine Persiflage auf die Tulpenmanie, (2. Viertel, 17. Jahrhundert, Franz Hals Museum Haarlem, stellt in mehreren narrativen Einzelszenen Affen in Menschenkleidern dar. In ihren Rollen als Tulpenmakler und Tulpenverkäufer verweisen sie auf den Irrwitz des Tulpenhandels. So sieht der Betrachter ein Festmahl, mit dem potenzielle Käufer amüsiert werden sollten, sowie die verschiedenen Stadien des Handels bis zur Verzweiflung der ruinierten Käufer. In der Preisliste, die einen der Affen im Vordergrund studiert, ist unter anderem zu lesen: Preis von Blumen, Viceroy 300, Asen 1500. Der Name der Tulpensorte Viceroy, die 4600 Gulden bei einer Versteigerung 1637 einbrachte, findet sich auch im Giebelstein der Herberge wieder. Zudem sind Affen dargestellt, die das Gewicht von Tulpenzwiebeln prüfen. Ein Affe wird von seiner Frau verprügelt, weil er das Geld für die teuren Tulpenzwiebeln vergeudet hat. Ein anderer wird von Wegelagerern überfallen, ausgeraubt und getötet. Eine zweite Version aus einer österreichischen Privatsammlung (Allegorie der Tulpomanie) wurde 2011 im Wiener Auktionshaus im Kinski für insgesamt 92.500 Euro versteigert. 1966 wurde das Buch von Rombach verfilmt. Adrian der Tulpendieb war einer der ersten Fernsehfilme, die in Farbe ausgestrahlt wurden. Der Knecht Adrian gaunert sich durch die Tulpenmanie, wird reich und wieder bettelarm. In jüngerer Zeit wurde die Tulpenmanie insbesondere als historischer Hintergrund für Erzählungen genutzt. Deborah Morgachs Buch Tulpenfieber (2001) erzählt von der unglücklichen Liebe zwischen einem Maler und seinem Modell und von dem riskanten Versuch, durch den Erwerb einer Semper Augustus zu Reichtum zu kommen. Zur Zeit der Tulpenmanie spielen auch Eni van Aanthuis Roman Die Tulpenkönigin (2007), in welchem ein Waisenkind Tulpenzwiebeln vermacht werden und sie diese Erbschaft nutzt, um als Tulpenhändlerin reich zu werden, und Oliver Bleys Werk Semper Augustus (2007) über die skrupellosen Machenschaften eines Tulpenhändlers. Der Artikel Tulpenmanie wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen A-Hoog am 15. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/
http://copyleft-fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/tulpenmanie. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden